Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Auch für Shopware 6 demonstrieren wir dir in dieser Folge, wie du deinen eigenen Online-Shop in unter 10 Minuten einrichtest. Bevor wir starten, solltest du für dich prüfen, dass dein Webserver die nötigen Systemvoraussetzungen erfüllt. Denn anders als bei Shopify handelt es sich hierbei nicht um ein Cloud-System. Die Systemvoraussetzungen kannst du auf der Shopware 6 Seite einsehen, wo du dann auch den Shopware 6 Installer herunterladen kannst, um ihn dann im gewünschten Verzeichnis auf deinem System zu entpacken. Dieses sollte im jeden Fall über Schreibrechte verfügen. Anschließend musst du einfach nur die URL deines Shops im Browser aufrufen und du wirst von der Startseite des Shopware 6 Installers begrüßt. Die gewünschte Sprache des Installationsassistenten ist in unserem Fall Deutsch, kann aber nach Belieben verändert werden. Wir klicken auf Weiter. Im nächsten Schritt werden die Systemvoraussetzungen geprüft, die bei uns komplett erfüllt werden, weswegen wir mit Weiter fortfahren können. Die AGBs liest du dir am besten ganz durch und wenn du mit ihnen d'accord gehst, stimme zu und fahre fort. Im vierten Schritt trägst du den Database-Benutzernamen und das dazugehörige Passwort ein, sowie den Datenbanknamen selbst. Anschließend die Installation starten. Das kann nun durchaus ein paar Minuten in Anspruch nehmen, in denen du dir schon mal überlegen kannst, wie dein Shop heißen soll, welche E-Mail-Adresse du verwenden möchtest und wie dein Login-Name und das Login-Passwort für dein Shopware 6 Backend lauten sollen. Diese Daten werden nämlich im nächsten Schritt benötigt, weswegen du diese nun eintragen musst. Damit ist die Installation abgeschlossen. Wir haben uns nun bei uns im Shop-Backend angemeldet und wollen unser erstes Produkt erstellen. Dazu gehst du hier in der linken Spalte auf Kataloge und Produkte. Wir finden hier bereits unsere Sample-Produkte vor, doch wollen einmal beispielhaft ein neues anlegen. Dafür auf Produkt anlegen klicken. Wir benennen es wie bereits in unserem Shopify-Shop und machen damit klar, dass es sich um einen Sneaker handelt. Solltest du noch nicht wissen, welches Shop-System geeignet für dich ist, kannst du dir gerne anschließend auch die Shop-Erstellung für Shopify anschauen. Der Link dazu ist oben rechts. Ähnlich wie in Shopify haben wir auch hier einen vollwertigen Editor, können also die Beschreibung visuell, aber auch SEO-technisch aufwerten, ohne HTML-Kenntnisse zu besitzen. Wir sehen hier, dass das Produkt von Hause aus aktiv geschaltet ist, müssen also nichts verändern. Wir tragen im Anschluss einen Preis und gegebenenfalls einen Streichpreis ein, um zu demonstrieren, dass dieser Artikel reduziert wurde. Den Lagerbestand geben wir an und die Lieferzeit. Alles weitere ist optional. Wenn ihr euch eine detaillierte Produkterstellung in Shopware 6 anschauen wollt, könnt ihr das im Video, das wir oben rechts verlinkt haben, gerne tun. Eine Kategorie haben wir bisher noch nicht erstellt, das werden wir nachholen. Aber Medien wollen wir mit einbinden, und zwar unsere Produktbilder. Wie auch schon im Shopify-Video erwähnt, achtet auf die Suchmaschinenoptimierung der Bilder, also Kompression, Schreibweise der Bildnamen und die Integration des Alttext. Für mehr Infos dazu ist auch dazu das passende Video verlinkt. Wir können ebenfalls hier unsere Metadaten eintragen, haben aber im Vergleich zu Shopify keine Vorschauansicht. Um deshalb auf Nummer sicher zu gehen, dass euer Meta-Title und die Meta-Description nicht abgeschnitten ist, empfehlen wir den Systrix Snippet Generator. Zum Schluss nur noch die Maße und Verpackungsinfos in diesem Abschnitt eintragen. Um beispielsweise Verkaufs- und Verpackungseinheiten näher zu bestimmen, müssen diese erst einmal erstellt werden. Wie das geht, erfahrt ihr im Video oben rechts. Wir können aber lediglich mit der Gewichtsangabe unser erstes Produkt final erstellen, indem wir abspeichern. Als nächstes wollen wir für unsere Kategorie Schuhe, die wir noch anlegen werden, eine Erlebniswelt erstellen. Zu finden sind diese in der Inhaltssektion. Ich zeige dir nun noch vorab, was du in den Theme-Einstellungen verändern kannst. Hier befindet sich dein aktuell aktives Theme. Mit einem Klick darauf kannst du die Farbgebung deines Themes anpassen, also deine CI-Farben integrieren, die verwendete Schriftart bestimmen und dein Logo und Farbikon austauschen. Eine detaillierte Beschreibung dazu findest du im Video oben rechts. Wir wollen nun lieber eine Erlebniswelt anlegen, deswegen gehen wir in der Inhaltssektion darauf. Legen ein neues Layout an, entscheiden uns für eine Kategorieseite in voller Breite und finden schon bereits ein passendes Standard-Layout vor. Wie in unserem Shopware 6 Erlebniswelten-Video demonstriert, können wir hier in der rechten Spalte alle nötigen Veränderungen vornehmen. Somit können wir einmal einen Textblock in das Hauptfeld ziehen und dieses nach unserer Kategorie benennen.
Doch nicht nur Textelemente lassen sich einbinden, auch Videos, Bilder, Sidebars, Formulare und. Limitiert werdet ihr wie zuvor nur noch durch eure Kreativität. Wir speichern dieses Layout ab und verbinden dieses mit noch keiner Kategorie, also einfach auf Übernehmen klicken. So weit, so gut. Wir holen das nun nach und erstellen diese Kategorie. Dafür geht auf Kataloge und Kategorien. Dieser Katalog ist der, den wir auch verwenden wollen, da er schon mit unserem System Header-Einstellungen verknüpft ist, also im Frontend auch ausgespielt wird. Wollt ihr das jedoch ändern, müsst ihr in die Einstellungen für euren Verkaufskanal, indem ihr unten links dort draufklickt und hier den Einstiegspunkt für die Hauptnavigation ändert. Nun zurück zu unseren Kategorie-Einstellungen. Wir wollen in diesem Katalog also eine Subkategorie namens Schuhe hinzufügen, die wiederum eine Subkategorie namens Sneakers enthält. Wichtig ist, dass diese aktiv geschaltet ist. Wir ordnen unser eben erstelltes Kategorie-Layout zu und fügen hier unser erstelltes Produkt hinzu. Am Ende abspeichern. Nun haben wir unseren ersten kaufbaren Artikel erstellt, diesen mit unserem gewünschten Layout in einer Kategorie einsortiert und überprüfen nun, ob dieser denn zu bestellen ist. Dementsprechend gehen wir im Frontend in die Kategorie Sneakers und können unseren Artikel direkt in den Warenkorb packen. Wir gehen weiter zur Kasse, haben hier im Vorfeld schon unsere Kundendaten eingetragen und sehen, dass gewisse Zahlungsarten, wie beispielsweise hier die Nachname und auch Standardversandarten von Hause aus verfügbar sind. Nun geben wir mal unsere Testbestellung auf und schauen uns diese im Backend an. Dafür gibt es hier eine eigene Kategorie und wir sehen schon, dass die Testbestellung erfolgreich verlief. Diese kann nun von euch bearbeitet werden. Wenn du nun doch noch weitere Zahlungsarten oder Versandarten hinzufügen willst, zeige ich dir, wo du das machen kannst. Gehe dafür in die Einstellungen, ins Shop-Untermenü. Hier hast du sowohl die Einstellungen für Versand als auch die Zahlungsarten. Wie du diese anlegen kannst, erfährst du in unserem Video Shopware 6 Versand und Zahlungsarten. Dir fehlt nur noch ein Punkt, denn du willst ja nicht abgemahnt werden. Also heißt es vor dem Livegang Rechtstexte integrieren und prüfen lassen. Wir können leider keine Rechtsberatung erteilen und tun dies damit auch nicht, sondern informieren euch lediglich. Rechtstexte generieren kannst du bei Trusted Shops oder dem Händlerbund. Wenn du nun deine nötigen Rechtstexte hast, gehst du wieder in die Erlebniswelten-Konfiguration rein. Hier sind die nötigen Layouts für die Rechtstexte bereits standardmäßig vorhanden. Wir gehen dementsprechend mal beispielsweise ins Impressum rein und würden dann hier das generierte Impressum einfügen. Am Ende abspeichern und nun gehen wir in die Kategorien rein und erstellen einen neuen Katalog. In diesem erstellen wir die Subkategorie Futter und darin die Subkategorie Impressum. Beide müssen aktiv geschaltet werden. Nun weisen wir in der Kategorie Impressum das eben integrierte Layout zu und speichern ab. Wir gehen nun in unseren Verkaufskanal rein und stellen hier den richtigen Einstiegspunkt für die Futternavigation ein. Wieder abspeichern und anschließend im Frontend überprüfen. Siehe da, das Impressum ist im Futter vorhanden und wird auch so, wie wir es angelegt haben, ausgespielt. Das muss nun mit allen nötigen Rechtstexten erfolgen und im Nachgang dann juristisch geprüft werden, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Das war unser Video zur Erstellung eines Shopware 6 Shops in unter 10 Minuten. Sollte euch etwas gefehlt haben, schaut in unsere Shopware 6 Playlist rein, in der wir zu so gut wie jedem Thema ein Detailvideo erstellt haben. Falls euer Problem damit nicht zu lösen ist, meldet euch bei den eBakery Shopware 6 Experten und vereinbart einen Termin. Der Link zur passenden Seite befindet sich in der Videobeschreibung und oben rechts. Um die nächste Folge, in der wir ein weiteres Shopsystem erstellen werden, nicht zu verpassen, abonniert den eBakery YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Wir hören uns dann in alter Frische wieder. Bis dahin alles Gute, euer eBakery-Team!